Wir sind in der Kunsthalle Palazzo in Liestal und hier findet die neue regionale 18 statt. Bei mir ist der Emanuel und der Michael. Sie sind Kuratoren. Emanuel, frage ich dich gerade zuerst, haben wir ein Thema gehabt für die Ausstellung? Weil die regionale ist doch eigentlich immer sehr offen. Ja, also wir sind thematisch vorgegangen. Wir haben eigentlich die architektonische Situation zum Thema genommen. Eigentlich die heterogene Struktur der Räumlichkeiten. Also es war ja eine ehemalige Schaltzentrale von der Post. Und dadurch hat es auch sehr viele verschiedene Einbauten, Umbauten. Also die architektonische Situation ist eigentlich grundsätzlich nicht sehr klar, aber sie bietet viele Chancen, wo wir eigentlich in dem, dass wir eigentlich auch Künstler, die mit einem Dialog aufgebaut haben, ausgewählt haben. Also das ist eigentlich, das Konzept ist zuerst gestanden, bevor wir an die Auswahl von rund 800, also 786 Dossiers, glaube ich. Also es ist eine sehr grosse Auswahl und wir haben uns dadurch auch geschützt, dass wir eigentlich zuerst das Konzept entwickelt haben und dann nachdem eigentlich Forschungen gemacht haben, was da die stimmigste Ausstellung geben kann. Wer stellt denn jetzt hier aus und warum haben wir jetzt die gepflückt? Ja, es sind 25 Künstler insgesamt mit Performance, zusammen sind sogar 27 Mitbeteiligte. Wir sind so vorgegangen, dass wir das Konzept hatten, das sich vor allem um architektonische Spurensuche handelt. Und so haben wir auch mit dem Fokus die Dossiers durchgeschaut. Das ist sicher ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist ja, dass er regional ist. Also das heisst, es sind Künstler von Frankreich, von Deutschland, von Basel-Stadt, von Basel-Land. Also auch das ist natürlich ein Faktor, der mitgespielt hat bei der Auswahl. Wie ist denn das gegangen, Emanuel? Haben wir da fighten ich will, dass das Bild dabei ist? Oder hat sich das gerade in einer Einigkeit gegeben? Ich nehme, das war eine rechte Arbeit gewesen, so viele Dossier. Also es ist eigentlich, es hat ja wie zwei verschiedene Möglichkeiten gegeben für Künstler zu mir. Das eine war analog und das andere war digital. Also es sind dann eben sehr viele digitale Bilder gewesen. Also wir sind die ersten eigentlich gewesen, die schon analog, wir haben zuerst Gouverneur aufgemacht und haben eigentlich die Sachen analog angeschaut, haben dort schon eine Vorauswahl getroffen. Dann die digitalen Zugänge waren am Anfang noch ein bisschen schwierig gewesen, weil alles neu war, neues Konzept, neue Leitung und so. Wir haben das auch schon gehabt, dass wir wirklich müssen fighten und auch müssen nachgehen. Letztes Jahr haben wir im M54 kuratiert. Dieses Jahr haben wir gewisse Künstler, die sind auch in anderen Häusern vertreten, aber wir haben eigentlich alle unsere Werke, die wir haben wollen, gekriegt. Wir haben auch drei raumspezifische Arbeiten, also wo wir Künstler angefragt haben, wollen und, oder könnt ihr etwas speziell für die Räume entwickeln mit dem Kontext. Eben inklusive auch die Performance. Also wir haben eigentlich quasi, wir sind sehr erfolgreich gewesen, wir haben eigentlich alle gekriegt, die wir haben wollen. Wunderbar, und damit ihr das jetzt nicht nur daheim digital mitkriegt, müsst ihr natürlich hier nach Liestal ins Palazzo kommen und euch die Ausstellung mit eigenen Augen vor Ort reinziehen.